Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer ist wieder da in Strategic Command hier am 15. Juli 1916. Wenn ihr jetzt gleich oben rechts auf die Playlist klickt, dann könnt ihr alle Videos aus diesem Projekt hier mit den Mittelmächten in Strategic Command World War I nachsehen, nachträglich. Wenn ihr allerdings hier schon im aktuellsten Video angekommen seid, dann herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr natürlich auch jetzt im Video genau richtig. Wir sind hier erstmal wieder an der Westfront. Die Einheit hat sich retten können. Mit 5 Stärkepunkten das 19. Sächsische Korps. Die werden auf jeden Fall jetzt hier eine Kampfpause bekommen müssen. Das steht völlig fest. Die lassen sich auch eigentlich nur... Ja, eigentlich nur... Ja, wobei... Moment, Moment, Moment. Ich hatte jetzt mir überlegt... Die könnten wir eigentlich nach hier oben ziehen noch, ne? Warte mal, wie wollte ich das jetzt machen mit den Zügen der Einheiten? Das ist ja immer sehr, sehr, sehr komplex. Ich wollte eine Einheit hier unten hinziehen. Das können wir aber auch mit denen machen. Wobei, die haben auch schon nur noch 91% Bereitschaft. Das ist nicht die Welt bei 3 gegnerischen Einheiten hier, die gegenüberstehen. Wohin? Wohin, wohin? Das ist jetzt wirklich nicht so simpel. Ich würde sagen, raus und raus, aber ganz schnell. Und jetzt ist die Frage, wen setzen wir wo rein und wohin? Ich würde sagen, ihr geht einen weiter. Da wird auch nicht angegriffen, nein. Dafür setzt ihr bitte die Verschanzung einmal um. Das ist so richtig. Ihr stellt euch bitte hier hin. Ja, auch das ist sinnvoll. Dann rücken wir mit der Artillerie nämlich einen hier hin und einen hier hin und haben die in der nächsten Runde schon für doppelte Angriffe hier gut stehen. Und euch bringen wir, ja, das ist jetzt die Frage, machen wir lieber mit der Einheit, die kann sich dann aber nicht eingraben. Die Reserven fehlen wieder. Das ist nicht so gut. Die brauchen alle 4 Punkte hier reinzugehen. Das ist natürlich doof. Dann nehme ich doch die Einheit und hoffe, dass sich das hier irgendwie ausgeht. Und wir werden uns dann dort verschanzen. Und diese Einheit ziehen wir dann hier rein. Dann ist die Front wieder geschlossen. Und die Reserve hier, die kann man hier reinziehen, das ist eigentlich, ich glaube wir ziehen sie, warte mal, wo gehen denn die Straßen hier lang? Ja, aber von Brüssel aus ist am besten eigentlich hierhin. Gut, das ist soweit in Ordnung. Jetzt kann man die... Wenn man jetzt hier nicht direkt angreifen kann mit den Artillerieeinheiten, dann kann man eigentlich den Aufklärer sich auch mal sparen für eine Runde. Und kann probieren, ob man den nicht vielleicht... wie weit ist der denn in der Reichweite? 2, 3, 4, 5, 6, ne? Und 7 geht schon nicht mehr hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Der kann nur 6 weit fliegen. Wenn der hier einen nach vorne geht, dann könnte er neben diesen Einheiten eben auch hierhin angreifen. Ist eine schöne Option. Dann soll er mal nach Aachen gehen. Da ist er auch niemanden im Weg. Das ist ganz gut hier für die Verstärkung, wenn die hier rumreisen müssen. Euch bringe ich aber mal hier unten nach Luxemburg. Du stehst in Lüttich. Eigentlich auch schon wieder zu weit weg. Andererseits, Reserve blockieren ist auch nicht gut. Oh, die Artillerie hier hat auch keinerlei Anknüpfung an einen General. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der hat alle, die er kriegen kann, ne? Mehr geht nicht. Achso, die sind jetzt ja, weil sie bewegt wurden, darf ich die nicht mehr hier drunter fassen. Na super. Aber das ist halb so wild, das sind keine Frontlinieneinheiten. Das ist also nicht ganz so dramatisch.
Den könnte man jetzt hier wieder ein bisschen beschäftigen hier oben. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Machen wir mal. Ja, 3-2 war jetzt nicht so lohnenswert, aber gut. Da oben wird uns der Gegner wahrscheinlich auch nie angreifen. Aber er muss hier verstärken gehen. So, 2-2, 2-3. Hm. Will man da von Lil aus angreifen? Ungerne. Ungerne. Auch wichtig, die Engländer aus Basra und Kuwait rauszuschmeißen. Ist ansonsten mit den Rebellen bei Medina ein Vier-Fronten-Krieg. Ja, Brutzelfett, dazu ist es leider zu spät. Die haben wir jetzt mit 4 Gegnereinheiten schon da stehen. Da ist kein Durchkommen mehr. In Dezember 14 Kairo und anschließend Alexandria mit den Osmanen einnehmen. Das ist natürlich Glück. Dann schummelt die KI und triggert Truppen in Ägypten. Ah, okay. Naja, okay. Bis Truppen im Osten frei werden, ja. Aber wir haben ein gewisses Momentum an der Westfront. Ich würde das trotzdem versuchen, schon mal auszunutzen. Was wir jetzt dem Gegner wegnehmen können, das hat er dann nicht mehr. Oder muss sich teuer nachkaufen. Nichts ist schlimmer, als wenn der Gegner uns jetzt hier vor dem Eintreffen unserer Ostfront-Truppen wegklatschen würde. Ja, aber es ist nicht leicht. Ich gebe euch schon recht, das ist ein schwieriges Unterfangen. So, der zieht ja hier Ressourcen, glaube ich, weg, diese Einheit, ne? Dieses Eisenbahngeschütz. Angriffsreichweite 3, Aktionspunkte 8. Es hat keine Entschanzung, es hat 5 Demoralisierung. Tja, und was macht es sonst so? Ressourcen beschädigt es. Also eigentlich ist es nur dafür da, Ressourcen des Feindes zu beschädigen. Nancy hat zum Beispiel 8. Verdun hat 0. Also so eine Stadt wie Nancy könnte man sehr gut beschießen. Das würde sich schon lohnen. Was haben wir hier? Reims. Reims hat... sehe ich nicht. Was hat Reims? 2. Hier oben Ypern hat... 0. Boah, das ist wenig. Das ist ja richtig wenig. Gut. Ja, dann ist eigentlich Nancy das einzige Ziel, was wir überhaupt angreifen können, logischerweise damit. Feuer frei! Ein MPP verloren. Oh, das hat sich ja gelohnt. Das wird den Braten fett machen in Frankreich. Nicht. Na gut. Besser als es nicht zu probieren, ich weiß es nicht. Na gut. Haben die jetzt auch Bereitschaft verloren? Ich glaube kaum, ne? Wenn überhaupt. Ganz wenig nur. Ja. Könnten theoretisch unseren Zeppelin... Der Zeppelin macht sowas Ähnliches, glaube ich, in der Luft, ne? Wartet mal. Den haben wir ja auch schon aufgewertet. Der, ja, ist auch für Ressourcenbekämpfung ganz gut. Und hat auch eine Riesenreichweite. Also auch den könnte man bei Nancy einsetzen. Warum nicht? Wir haben einen Jäger als Begleitschutz. Es ist noch nicht mal ein feindlicher Jäger da gewesen. Nochmal ein MPP. Naja, Kleinvieh macht Mist und wir haben Info über 2 Einheiten hier. Wir wissen ja, hier unten ist noch eine Artillerie der Franzosen. Ja, steht schon ziemlich viel rum hier. Da will ich jetzt nicht in das Wespennest pieksen. Gut. Okay. Ja, liebe Leute, ansonsten gibt es nicht viel zu tun an der Westfront diese Runde. Das ist jetzt eine Ruherunde nach dem gegnerischen erfolglosen Angriff. Ja, die können wir leider nicht mehr zuordnen hier. Der ist hier drüben. Immerhin sind alle an der Front hier unter einem Generalsbefehl. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das haben wir ganz gut gemacht. Schön. Okay, dann gehen wir mal nach Italien. Nächster Frontabschnitt. Die Frage ist, sollten wir hier mit dem Aufklärer mal schauen, was sich hier im Hinterland befindet? Denn wir könnten ja mit der Kavallerie jetzt nach und nach hier reinstoßen. Und das könnte dem Gegner hier zumindest zu denken geben und Probleme verursachen. So, Abfangjäger des Gegners sind da. Wir haben aber auch Eskorten. Aua, wir kriegen Aua, aber egal. Immerhin, da ist eine
Hauptquartierseinheit. Es ist nur eine Einheit in Parma. Wir wissen aber nicht, was in Mailand steht. Und ich würde vermuten, in Mailand ist irgendwas. Deswegen gehe ich jetzt mal lieber nicht all the way, sondern nur bis hierhin. Ja. Gut, dass wir das gemacht haben, sonst hätten wir einen Angriff der Abteilung auf uns bekommen. So, dann schicken wir die Einheit weiter, aber erst nachdem wir angegriffen haben, auf die Milanese Territorial Abteilung, also die lokalen Verteidigertruppen hier. Keine Verluste, sehr gut. Und jetzt werden wir unsere Einheiten hier, ja, wir werden das hier auch freikämpfen kommen. Ah, nicht ganz geklappt, aber wir haben ja noch die Kavallerie. Das sollte klappen. Haben wir da noch einen Punkt übrig fürs Ziehen? Nein, natürlich nicht mehr. Dann werden sie Brescia leider wieder einnehmen können. Schade. So, die Kavallerie kann hier rein, aber die will ich lieber hier rüber schicken. Die kommen hier hin. Die kommen dann nach Trient. Richten sich dort bitte häuslich in der Verschanzung ein. Ihr werdet so gezogen und so gezogen. Und ihr zieht hinterher. Das ist auch okay. Jetzt müssen wir eigentlich für die Artillerie Platz machen, denn die könnte die Briten gleich unter Feuer nehmen. Ich glaube, Padua kriegen wir so freigekämpft. Das ist nicht das Problem. Aber die Briten, die müssen wir entschanzen. Also aus ihren Gräben rausbomben. So, Kudolinchen dichtet und Brutzefett schreibt, es hilft auch die Blutmühle im Westen. 2 bis 3 Felder an der Front freilassen. Die ziehen dann da rein, dann könnte man diese mit 4, 6... Ja, das ist ein bisschen gamey natürlich, ne? Also, ich habe das teilweise hier im Südosten schon angewandt. Da ist dann immer in eine Provinz Runde für Runde immer eine Einheit reingerückt und hat sich abschlachten lassen nacheinander. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwie fühlt sich das falsch an, wenn man das macht. Obwohl, so ganz natürlich auch nicht. Aber ja, das ist eine valide Taktik auf jeden Fall im Westen, den Gegner damit auszubluten, ne? So richtig dolle wollte mir das nicht erscheinen. So, da müssen wir die Einheit irgendwie wegkriegen dort. Es ist einfach kein Platz mehr da. Ich glaube, ich mache das jetzt mal so. Und dann haben wir nächste Runde die Artillerie mit 5 Geschossen hier gegen die Briten. So. Wir können trotzdem schon mal hier angreifen. Oder? Ja. 2-1 klingt doch okay. Naja. Naja, 1-0 ist aber auch noch machbar. Dann gehen wir jetzt aber auf die Italiener. Die wollen wir hier weghaben. Die sind nämlich sehr verletzlich, weil sie sich nur einen Punkt eingraben durften. Und werden aus Padua vertrieben. Sehr schön. Das heißt, wir können gleich mal Padua einnehmen. Verschanzen uns dort nächste Runde. Perfekt. Wobei, wir müssen das nochmal umändern, die Verschanzungsrichtung. Aber das ist doch schon mal gut. So. Und dann würde ich die Artillerie tatsächlich nachziehen, damit wir hier alles in Reichweite kriegen nächste Runde. Perfekt. Da können wir uns nämlich die Ziele aussuchen. Sehr schön. So, die Jäger brauchen dann bald mal ein paar Punkte Verstärkung. Die hier können nichts machen, das war mir aber klar. Immerhin Padua erobert, auch ein Erfolg, auch ein bisschen Moral, die den Italienern hier runtergezogen wird. Schade, dass wir Brescia nicht einnehmen durften jetzt, aber gut, das hat leider nicht gereicht, aktionspunktemäßig. Es putzt sich aber passend, das Profilbild von Kudolinchen. Hat das Luftschiff sich verflogen, gibt es Ärger ungelogen, denn das kaiserliche Zeppelin bombardierte heute Berlin. Doch sich Sorgen macht der Kommandant nicht viele, kennt er doch nur lohnende Ziele. Sehr schön. In Italien stehst du sehr gut. Um den Gegner zu verwirren, wäre auch eine Landung in Süditalien möglich. Ja, da hatten wir auch schon mal dran gedacht, aber die Forschung amphibische Landung, ja, ich glaube, die haben wir nicht gemacht bisher, ne? So weit habe ich dann auch nicht gedacht im Voraus. Das müssten dann ja wahrscheinlich die Ösis machen, ne? Wo ist denn das Ding? Habibi? Ah, hier. Müssten wir noch entwickeln. Ich glaube, das lohnt sich jetzt schon nicht mehr, weil ich glaube, die knicken hier relativ zügig ein. Ich glaube, das können wir uns tatsächlich eher sparen. Gucken wir mal auf den Balkan, Schrägstrich auf Thessaloniki. Der Gegner muss weichen, habe ich gehört.
Und das wird er auch tun. Wenn ich diese Runde spätestens in der nächsten... Oh Mann. Leute. So, unterstellen bitte, bevor ich es vergesse. Na, jetzt kriegen wir den Gegner aber weg. So. Problemfrei. So, Bonus. Sehr schön. Bulgarien erobert Thessaloniki. Das sind natürlich jetzt gute, wichtige Eroberungen hier. Ja. Oh, die Einheit müsste eigentlich auch mal Verstärkung bekommen. Oh, Brutzelfett schreitet durch das Burgtor und lässt einen Follow da. Vielen Dank dafür. Artillerie kennt weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Ja, mal gucken. So, die Einheiten 1. Ich glaube, hier können die nicht rein, oder? Egal, Angriff, Verluste sind egal. Ja, dann müsst ihr halt raus. Ist jetzt nicht so schlimm. Raus mit euch, rein mit euch und auf Wiedersehen. Oh, das geht ja richtig gut. Damit ist die nächste Stadt gefallen. Ja, wunderbar. Wir könnten hier hin. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch was ist, ne? Bin da immer ein bisschen vorsichtig. Aber wir gehen jetzt einfach mal mit dem Hauptquartier Larissa erobern und einen nach vorne hier. Okay, da drüben steht noch ein Korps. Sie haben jetzt mobilisiert hier bei Athen. Ja, aber Griechenland, wenn wir das eingenommen haben, sind die, glaube ich, besiegt, meine ich zumindest. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So. Tja, dann ist Bulgarien jetzt hier eigentlich auch über, wenn ich mit denen runtergehe, ne? Meine, die drei, die kriegen das wohl alleine nur hin. Hm. Mal schauen, was wir mit Bulgarien dann noch machen, ne? Eventuell kann man das machen, Bulgarien irgendwie hier nach Basra schicken? Ich meine, die schlagen sich auf jeden Fall besser mit einem General als die Osmanen ohne General hier, ne? Ich meine, der Gegner kommt auch nicht voran. Hm. Was tun? Was haben wir denn hier? 4 Geschosse. Da könnte man dem Gegner nochmal versuchen, Ärger zu machen. Aber sind gut vergraben hier. Gut eingegraben. Haben keine Artillerie hier mehr hingestellt. Warum auch immer. Allerdings brauchen die Einheiten eigentlich mal Nachschub und können sich den aber nicht holen. Die Versorgung ist tatsächlich zu schwach. Ich glaube, die hätten wir doch hier stehen lassen müssen, die Einheit. Moment mal, S. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich bessere Versorgung, ne? Ja, genau. Ich muss immer die möglichst in der Stadt stehen lassen. Das war nicht so gut von mir. Hm. Hat eigentlich... Aber... Die Osmanen haben keine Fliegerei, ne? Die Osmanen, ja, sie entwickeln ein Jagdflugzeug, aber können die sich überhaupt irgendwas leisten in der Hinsicht? Ein Aufklärungsbomber können sie sich schon leisten. Vielleicht sollten wir den mal bauen, oder? 125 MPP, komm, das machen wir mal. Dann können wir uns bald ein Jagdflugzeug bauen und dann setzen wir die in Kombination hier an dieser Front mal ein. Übrigens, hier haben sie gar nicht angegriffen. Das heißt, Sidi Barani ist meins, oder wie? Cool. Bedeutet das, dass die jetzt hier keine Versorgung mehr kriegen? Ja, ne? Ich glaube, die kriegen jetzt die Gegner hier gar keine mehr, weil sie stehen ja genau dazwischen. Hm, lassen wir uns hier mal eingraben. Wo habe ich die Eingrabung denn hingerichtet? Moment, in welche Richtung? Na, da. Okay, das ist sinnvoll. Weil die Abteilungen können uns nicht viel Schaden machen. Gut, haben wir den Gegner zumindest beschäftigt. Tja, wir können jetzt angreifen, wir können noch warten, aber ich denke, die Artillerie sollte schon mal loslegen, dass wir die 4 Verschanzungspunkte aufheben hier von der 10. Abteilung. Dass wir die Stadt zurückerobern. Das ist jetzt machbar, dann sollten wir das auch machen. Sogar schon ein Schadenspunkt beim zweiten Versuch. Dritte Barrage geht auch durch mit einem Schaden. Der Gegner ist also wirklich extrem schwach jetzt. Das ist gut. Perfekt. Ja, 2 Schaden ist ein bisschen viel, aber da sollten wir auf jeden Fall durchkommen.
71 Bonus. Das können die Osmanen auch sehr gut gebrauchen hier. Tja. 8 hier oder 8 da. Ich glaube, die sind hier besser unterwegs. Die schicke ich hier hin und die hier hin. Alles klar. In Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ist das mit der Versorgung dann? Ja, 8 und 7, das ist schon mal ganz okay. Das ist ganz okay hier. Besser wird es hier leider auch nicht. Haben wir El Arish immerhin zurückerobert. Das ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Hier können wir, wie gesagt, nicht wirklich was machen. Das lohnt nicht. Verschanzung, Aktionspunkte, Bereitschaft ist immerhin auf 20 hoch. Das ist ja schon das Beste, was wir hier jemals hatten. Ja, und jetzt, ja, jetzt haben wir hier wieder die Typen. Das ist echt zum Koten hier. Wie weit kommst du? Nur bis hier. Egal, gehst jetzt hin und haust die da mal raus aus ihrer Stellung. Bitte. Ja, sehr gut. Zwei. Oh, jetzt wird's richtig gut. Zerschlagen. Wir haben eine Partisanengruppe endlich mal zerschlagen hier. Dann können wir hier die Verbindung herstellen. Oder können wir das nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Wir können auf jeden Fall hier hin. Da hätte man vorher angreifen können, ne? Ist auch egal. So, hier runter und hier hin, dass die Hauptstadt dort unten, Medina, geschlossen bleibt. Und da können wir mit dem Chor nämlich richtig aufräumen hier, dass wir die nach und nach rausbekommen. Pivi Partisan, genau, die spawnen nämlich hier überall. Meine Güte, da muss man überall Einheiten reinbringen. Hier im Übrigen können auch welche spawnen. Ui. Sollten wir uns vielleicht mal drum kümmern, wie? Hehe. Na gut, und dann haben wir hier oben die beiden, aber die sind ja hier schon ganz gut abgecheckt. Übrigens, die Hafenstädte besetzen wollte ich noch. Die schicken wir dann nachher hier hin. Das ist auch gut. Tirana ist besetzt. Okay. Hier drüben hat sich auch nichts getan mehr beim Gegner. Das ist aber okay. Die sind alle verschanzt. Die wollte ich nach da unten bringen. Das können sie jetzt nach und nach tun. Ja, dann haben wir noch Ivangorod hier. Und hier ist die Versorgung des Gegners auf 6 Punkte runter. Aus irgendwelchen Gründen haben die noch 6 statt 5. Die hier hat keine Versorgung mehr. Ja, logischerweise, weil sie hier keine hat. Logischerweise. Unterstellen können wir hier auch niemanden mehr. Der hat jetzt keine Unterstellung. Das ist schlecht. Dann, ja. Dann, ja. Weiß ich auch nicht so recht. Der kann nicht treffen hier oben. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr kann der nicht haben momentan. Schade. Ah, wie macht man das am klügsten dann? Oh, hier haben sie jetzt ja was aufgestellt. Eieieiei, da ist natürlich jetzt die Abteilung ein bisschen in Trouble. In Gefahr. Na gut, der Gegner sieht uns jetzt hier schon anlaufen. Ja, liebe Leute, lasst uns erstmal hier Ivangorod besiegen. Das ist jetzt ja erstmal das Allerwichtigste. Also, Vorbereitung und Artillerie, Geschosse, Feuer frei. 7 Verschanzungen. Ich weiß nicht, ob wir die alle wegmachen müssen. 2 haben wir weg, 5 von 7. Schauen wir mal. 1, 2. Ja, das wird noch ein bisschen brauchen, ne? Das wird noch brauchen. 3. Angriff. 4. Angriff. Sollte ich mal wieder Lawrence von Arabien schauen? Tja. Das wäre möglich. So, 1, 3. Wie viel haben die noch? 3 Verschanzungen. Man könnte es jetzt schon fast wagen. Gerade mit der Einheit hier sieht es gut aus. Ja, ich glaube, einen Angriff machen wir aber noch mit den deutschen Artilleristen. Und dann haben wir sie gleich hier, glaube ich, besiegt. Schauen wir mal. 3-0, nee, 3-1. Nicht so ideal. Dann gehen wir mal mit der Abteilung ran, das ist günstiger. Und dann können wir den Gegner aus Ivangorod rausschlagen. Sehr gut. Wurde schwer beschädigt, das kennen wir schon. Zack, bumm.
Und dann ist es um Ivangorod geschehen und dann können wir hier vorangehen und angreifen. Über Wasser nicht. Ja, lasst uns erstmal die Infanterie angreifen von hier unten. Kavallerie von hier, dann haben sie nur noch 5. Die brauchen jetzt so langsam natürlich ihre Verstärkungen. Man sieht es. So. Autsch. So, die haben keinen Angriff mehr. Die haben auch keinen Angriff. Gar keiner mehr einen Angriff. Doch der noch, aber der kommt jetzt hier wieder nicht hin. Ja, lasst uns doch schon mal schauen, dass wir die rumkriegen. Und jetzt kriegen wir die letzte Einheit dort weg. Sehr schön. Okay. Gut. Dann würde ich bald sagen, wenn wir jetzt die deutschen Einheiten dort frei haben, dann schicken wir die deutschen Einheiten hier, wie kann ich das jetzt, quasi nach Nordosten hoch, auf dieser Straße, ich zeige es euch mal mit dem Mauszeiger, ist einfacher, und nach hier oben vor allen Dingen, wo sich jetzt dieser neue Bereich hier bildet. Und die Österreicher, die schicken wir, glaube ich, jetzt alle hier unten hin, Richtung Schytomyr und Kiew. Damit wir hier dann mit einem weiteren General und den ganzen kombinierten österreichischen Truppen in die Richtung vorstoßen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Okay, der zieht auch schon mal einen nach vorne. Tja. Die können wir schon mal hier hinschicken. Dann ist jetzt die Einheit bald auch wieder in Versorgung. Wir können hier schon mal den Gegner dazu zwingen, seine blöden Jäger da wegzuziehen. Das machen wir mal. Why not? Warum denn nicht? Ja, schicken wir die hier schon runter, ist die Frage. Ich meine, wir können jetzt ja schon hier näher dran. Ich würde sagen, ja. Wir machen das. Schicken hier schon mal einen Trupp dran. Die Artillerie müsste dann auch weiter bewegt werden. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Kämpfen Österreicher mit Österreichern besser als mit Deutschen? Ergibt Sinn. Weiß ich nicht. So, dann... Ja, wir können eigentlich auch die Kavallerie, so nett sie ist, aber die Deutschen haben da oben auch einen. Das sollte eigentlich reichen. Schicken wir die mal raus. Euch schicken wir raus. Den Zeppelin, der gehört ja auch zu den Deutschen. Den können wir eigentlich benutzen. Wobei, der Jäger greift dann wieder an, ne? Aber der hat uns beim letzten Mal keinen Schaden gemacht. Ja, wer hat denn hier MPP? 2,5. Aber wir würden Schaden erleiden. Ein MPP pro Städtepunkt. Wir können ja mal gucken, was bei Schytomyr da unten ist. Warum nicht? Ein Jäger! Die Russen haben eigenen Jäger. Und wir haben wieder Schaden vermieden. Yes! Gegen den aufgewerteten Jäger wohlgemerkt. Also ein Jagdflugzeug würde auch hier im Osten jetzt so langsam, aber sicher Sinn ergeben, ne? Ja, da haben sie auch wieder eine weitere Einheit. Aufgeben tun die Russen noch nicht, aber die Moral sinkt. Ziemlich unaufhaltsam, würde ich sagen. So, ihr werdet euch jetzt aber mal verschanzen in die Richtung, dass euch hier keiner doof kommen kann. Oh, 7-1. Gerne doch. Ah, 6-2. Naja. Aber das ist ganz gut. So, Gegner zieht sich schon zurück. Können wir eigentlich hier weiterziehen, weil hier nur 2 Abteilungen sind. Das ist für die Abteilung machbar. Da dürfen wir dann nicht rein mit der Einheit. Nö, aber das ist okay. Machen wir mal. So, du ziehst nirgendwo rein. Du bleibst schön in Johannesburg in der Stadt. Das kennen wir schon. Die Artillerie muss jetzt langsam hier hoch. Während wir die andere... Tja, setzen wir die gleich nächste Runde noch ein? Ich würde sagen, ja. Schicken wir noch nicht alles von den Österreichern weg, oder?
dass wir hier noch maximal auf den Feind wirken können. Dazu müssen wir allerdings irgendwie Platz frei machen. Schicken wir den schon mal runter, euch nochmal hoch, dann können die in der nächsten Runde mit auf Brest-Litovsk mal angreifen. Zwei Verschanzungen. Mal sehen. Ah ja, mit dem Flugzeugklärer. Gut, dass du mich daran erinnerst, der Flugzeugträger, der muss erstmal ganz dringend hier repariert werden und braucht neue Flugzeuge. So rum, so, die können wir wieder zurück. Mit den Russen will ich mich da gar nicht beschäftigen. Die sind unter meiner Würde. So, Punkte bei den Deutschen. Also, das U-Boot. Erstmal hoch, 40 MPP. Die U-Boote upgraden. U-Boot-Entwicklung 20 MPP. U-Boot-Entwicklung 20 MPP. Das erstmal verstärken, 30 MPP. Die beiden Zerstörer müssen so oder so verstärkt werden. 35 MPP jeweils. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das geht wieder weg ohne Ende. Und dann, ja, dann haben wir hier keinen Platz mehr frei. Können wir uns wieder irgendwo hinstellen. Machen wir das hier nächste Runde dort mit dem U-Boot. Und das U-Boot muss auch warten, bis es in den Hafen kommt. Ja, okay, dann haben wir noch 357 Punkte. Ich wollte, eigentlich habe ich argumentiert, ob ich hier noch alpine Truppen brauche. Ehrlich gesagt, jetzt wo wir durch die Alpen schon durch sind, eigentlich nicht. Ja, hier kann man die auch gebrauchen, ne? Aber sporadisch, ach ich weiß nicht, lohnt sich wirklich nicht, oder? Was ich gerne aber hätte, wäre an der Westfront noch eine dritte Artillerie. Wie sieht's denn aus? Wir produzieren auch noch eine. Okay, dann ist sie dafür schon gedacht, das ist gut. Ja, Panzer wird ja leider noch nix. Da fehlt uns die nächste Stufe. Toll. Dann können wir aber auch den A7V direkt bauen. Ja, Kors haben wir jetzt keine mehr, die wir nachbauen können. Ah, die Österreicher können noch was günstig nachbauen. Das machen wir auf jeden Fall. Aber bitte ein modernes Korps. Schadet nicht. Günstig ist immer gut. Die könnten auch noch ein Gebirgsjägerkorps nehmen. Aber wie gesagt, so richtig sinnvoll. Bei den Osmanen, da finde ich das sinnvoll, dass die sich noch hier... Achso, die können sich noch ein Korps holen. Für günstig. Ja los, dann machen die das erstmal. Holen sich das günstige Korps. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir unsere Punkte schon wieder ziemlich stark ausgegeben. Ja, was machen wir mit den Deutschen noch? Wie gesagt, Artillerie ist auf dem Weg. Rätseln ist angesagt, wie? Tja, und auch was wir mit den Bulgaren machen. Liebe Leute, das erörtern wir in der nächsten Folge. Ich mache mir mal mit meinen Stream-Zuschauern gemeinsam noch ein bisschen Gedanken hier, wie wir hier an den Fronten vorgehen. Und dann melde ich mich in der nächsten Folge zurück. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.